Freiburg hat neben der Polizei einen Vollzugsdienst. Der ist dafür zuständig, die Polizei zu entlasten und sich um Ordnungsstörungen wie Lärm oder Vermüllung zu kümmern. Gerade bei jungen Menschen ist er deshalb nicht besonders beliebt. Jetzt wird er mit Schlagstöcken, kurz EKA, ausgestattet, was zu Diskussionen zwischen den politischen Jugendorganisationen der Stadt und den verantwortlichen Personen in der Stadtverwaltung geführt hat. Dieser Einsatzstock, kurz ausziehbar, ist bei Ordnungsdiensten in anderen Städten Standard. In Freiburg war er das bisher nicht. Er soll jetzt für den Arbeitsschutz der Mitarbeitenden des VD eingeführt werden. Um den Konflikt zwischen Jugendorganisation und Vollzugsdienst besser zu verstehen, sind wir auf einen Rundgang durch die Stadt gemeinsam mit dem VD gegangen. So haben wir einen Einblick in den Arbeitsalltag und die Ausbildung des Vollzugsdienstes bekommen. Ramon Oswald, der Leiter des Vollzugsdienstes, hat uns auf den Rundgang mitgenommen. Schon beim Namen und bei den Aufgaben gibt es Unklarheiten. Viele Abkürzungen wie GVD, KVD und VD werden in der Debatte verwendet. Dabei sind sie klar voneinander zu unterscheiden. Also wir sind der Vollzugsdienst der Polizeibehörde. Wir nennen das VD. Und wir haben auch noch den GVD. Der GVD, der übernimmt überwacht den ruhenden Verkehr. Und der GVD ist ein gemeindlicher Vollzugsdienst, genau wie wir auch ein gemeindlicher Vollzugsdienst sind. Es gibt nur die Unterscheidung, weil wir verschiedene Schwerpunkte haben. Unser Schwerpunkt ist Ordnungsstörungen, Müll, Vermüllung, Lärm, Ruhestörungen, sonstige Ordnungswidrigkeiten. Und eben der GVD macht die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Der Vollzugsdienst hat also ganz eigene Aufgaben. Er ist weder die klassische Polizei, noch verteilt er Knöllchen. Also unsere Aufgaben, die sind so vielfältig. Wir schauen, dass wir Ordnungsstörungen erst gar nicht entstehen lassen, aber wenn sie entstanden sind, dass wir sie beenden und beseitigen. Ja? Wir schauen natürlich auch, dass Leute hier in der Stadt ein Sicherheitsgefühl bekommen, ein positives. Wenn zum Beispiel ein Mädchen zu uns kommt und sagt, oh, da ist so eine Gruppe, da fühle ich mich nicht sicher, wo müssen sie denn hin? Ja, Richtung Bahnhof, dann laufen wir mit ihr zum Bahnhof. Auch solche Dinge. Wir sind sozusagen der Schutzmann an der Ecke, den es früher mal gab, der immer ansprechbar ist, aber auch den vielleicht älteren Leuten, die hier zu Besuch sind, auch erklärt, was Münster ist, zum Beispiel. Der VD arbeitet also als Stadtpolizei hauptsächlich kommunikativ und präventiv. Allerdings kann es auch passieren, dass er in gefährlichen Situationen einschreiten muss. Genau dafür, für solche Extremfälle, wird jetzt der EKA eingeführt. Wir sind nach dem Polizeigesetz in der Ausübung unseres Dienstes dem Landespolizeibeamten gleichgestellt. Wir unterliegen der Polizeiverordnung. Wir haben somit die Rechten und Pflichten der Polizeiverordnung. Und somit können wir gegen Ordnungsstörungen vorgehen, wir können Identitäten feststellen beispielsweise oder mal Beschlagnahmen sicherstellen. Das können wir alles machen, alles was im Polizeigesetz da drin steht. Das meiste, fast alles. Im Bereich Straftaten, das macht die Landespolizei. Wenn wir aber da hinkommen zu einer Straftat, dann machen wir natürlich schon diesen ersten Sicherungsangriff, dass wir Zeugen feststellen, dass wir die Personalien von demjenigen feststellen, dass wir ihn festhalten. Und wenn dann die Kollegen der Landespolizei kommen, die wir natürlich als Verstärkung dazu holen, dann wird es übergeben und dann übernehmen wir das. Die Freiburger politischen Jugendorganisationen JUSOS, Grüne Jugend und Junges Freiburg sprechen sich gleich aus mehreren Gründen gegen die Bewaffnung aus. Für uns bedeutet ein Schlagstock, dass gerade dieses kommunikative Element wegfällt bzw. geschwächt wird, wenn der Vollzugsdienst sichtbar stärker bewaffnet ist als bisher. Und zumindest ich als Nutzerin des öffentlichen Raums fühle mich nicht kommunikativ ermutigt, indem mein Gegenüber bewaffnet ist, während ich ja auch selbst nicht bewaffnet bin und es nicht sein sollte und eigentlich mein Gegenüber kommunikativ und deeskalierend auf mich zugehen sollte, egal wie groß die Waffe ist, die die Person trägt. Grundsätzlich denke ich, dass jede Waffe missbräuchlich eingesetzt werden kann und deshalb sollten wir vermeiden, städtischen Angestellten mehr Waffen zu geben. Gerade die Ausbildung des VD stand in der Kritik. Trotzdem ist der Vollzugsdienst keine Polizei, ist nicht im selben Maße ausgebildet wie die Polizei im Umgang mit Waffen, im Umgang mit der Konfrontation und eigentlich verpflichtet, die Polizei zu rufen, wenn wirklich was passiert. Das heißt, auch zum Schutz der weniger gut ausgebildeten Angestellten
ist es falsch, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie in der Verpflichtung sind, in diese Konfrontation zu gehen, statt sich zurückzuziehen und die Polizei zu rufen, deren eigentliche Aufgabe es ist, in solche Situationen reinzugehen. Der Vollzugsdienst hält seine Ausbildung für sehr umfangreich und gerade für seine Aufgaben der Ausbildung der Polizei ebenbürtig. Also es wurde geschildert, dass wir nur 2 Monate Ausbildung hätten und dann gehen wir auf die Straße. Das ist natürlich nicht so. Nochmal, es ist so, wir konnten am Anfang, als wir ganz neu kamen, konnten wir die Hälfte des Personals aus dem Gemeindevollzugsdienst, also aus der Verkehrsüberwachung, gewinnen, also den ruhenden Verkehr. Die vom Gemeindevollzugsdienst kamen, diese 5 Stück, haben praktisch die anderen 5, die aus anderen Berufen kamen, quasi an die Hand genommen und ihnen das erklärt, weil die es ja schon wissen, das sind so, sozusagen diese Bärenführer. Ja. Dass man jemanden rausschickt ohne überhaupt irgendwas, war gar nicht denkbar. Deswegen haben wir zusammen mit der Landespolizei eine Ausbildung entwickelt, über 2 Monate, 8 Stunden Druckbetankung recht, und das war schon anstrengend, zusammen mit der Landespolizei. Und erst dann hat man sie auf die Straße gelassen. Das heißt aber nicht, dass sie keine ganz normale Ausbildung durchlaufen. Unsere Ausbildung, die ist in Karlsruhe, die ist landeseinheitlich, die hat halt zu diesem Zeitpunkt nicht stattgefunden. Die hat erst im März, ist die erst gestartet. Und dann sind die auf 3 verschiedene Blocks, 4,5 Monate in die theoretische Ausbildung gegangen. Und zwischen den theoretischen Ausbildungsblöcken waren die hier und haben hier mit den Leuten, die Erfahrung schon haben, jetzt sind ja viele Ausgebildete da, dann gehen die mit denen auf Streife, und das ist sowas wie ein duales Ausbildungssystem. Und es geht ungefähr 2 Jahre, es kommt immer darauf an, wann er eingestellt wurde. Bei der Polizei wird immer im September eingestellt, bei uns ist es unterschiedlich. Deswegen ist es unterschiedlich von der Länge der Dauer, aber so circa knapp 2 Jahre geht diese Ausbildung. Und erst dann sind die so ausgebildet, die werden am EKA auch ausgebildet, die werden mit Pfefferspray ausgebildet, die kriegen da Zertifikate. Auch mit der Landespolizei werden die ausgebildet. Und wenn sie hier in Freiburg sind, dann haben wir interne Seminare, zum Beispiel Antikonfliktthemen. Also wir haben hier einen Landespolizisten, der früher im Antikonfliktteam der Landespolizei hier war. Der schult uns in Kommunikation, Deeskalation, Umgang mit psychisch Kranken, Umgang mit allem, was da dazugehört. Ja? Das sind Ausbildungsthemen. Das ist nicht so, dass sie dann von Karlsruhe kommen und dann war es das. Nee, das ist kontinuierlich. Immer wieder was Neues dazu und immer wieder nachgeschärft. Auch wenn sie fertig sind, diese Deeskalationsschulung, Kommunikationsschulung, kommen trotzdem immer wieder. Die Jugendorganisationen schätzen die Erfahrung im Umgang mit dem Schlagstock im Alltag und in der Ausbildung jedoch als deutlich geringer ein als die der Polizei. Wir glauben den Angestellten des Gemeindevollzugsdienstes, dass sie dieselben Ausbildungseinheiten wie die Polizei absolvieren, was den Schlagstock selbst angeht. Aber wie auch der Vollzugsdienst selbst feststellt, ist eine Polizeiausbildung noch viel mehr als diese einzelnen Einheiten mit dem Schlagstock. Eine Polizeiausbildung beinhaltet viel mehr die Aufgabe der Konfrontation, des im Zweifel auch physischen Aufeinandertreffens mit anderen Menschen. Und diese Grundausbildung, diese viel breitere Ausbildung, auch über die Benutzung des Schlagstocks hinaus, was die Konfrontation mit Menschen angeht, die fehlt dem Gemeindevollzugsdienst in dem Maße, wie sie die Polizei hat. Und das ist eine Grundvoraussetzung, um dann mit dem Schlagstock besser und sicherer umgehen zu können. Die geschulte deeskalative und kommunikative Arbeit des VD ist deren Schwerpunkt. Das kommt auch jungen Menschen in Freiburg zugute. Wenn hier jemand diese riesigen Boxen dabei hat, wo der ganze Platz beschallt wird, und dann ruft und sagt vielleicht doch mal einen Anwohner an, ja, dann kommen wir dahin und sagen, hey, mach mal nicht auf 20, sondern mach's auf 8. Ja? Es geht ja auch nicht darum, das auszumachen und da von oben nach unten, sondern es geht darum, die Balance zu finden. Die Balance zu finden, wo man sagen kann, wenn es so laut ist, ist es in Ordnung, aber lass es bitte so laut. Ja? Das ist das Thema. Ja? Und da geht es nicht darum, den Leuten den Spaß zu verderben. Da geht es überhaupt nicht darum, sondern es geht darum, dass man mit allen Nutzergruppen und mit den Anwohnern, dass man da die Balance findet. Dass es für alle so ist, wie es gerade noch okay ist. Ich kann Ihnen eins sagen, wenn man auf einem riesigen Schulhof ist und man hat da die GPL-Box an und die Anwohner rufen uns an, dann kommen wir da hin. Dann sind da 7, 8 Leute, die da am Feiern sind und am vielleicht ein bisschen tanzen und ein bisschen singen. Jetzt kommen wir da um die Ecke. Ja, das ist dann schon so, dass die ein Unwohlsein, Unbehagen verspüren. Aber dann gehen wir ja hin, dann unterhalten wir uns mit ihnen und sagen, hey, wir haben Beschwerden und können da vielleicht
den Ort wechseln oder können da die Musik wenigstens runter machen. Nicht ganz so laut, ja, dann ist da kein Problem. Oder geht weiter in die hintere Ecke, auf die andere Seite, weil hier vorne sind ja die Anwohner. Einfach so ein bisschen schieben und ein bisschen gucken, dass es passt, dass wir aber nicht das Ding beenden. Ja. Natürlich kommt man zweites oder drittes Mal, ja, dann muss man sagen, jetzt geht's halt heute nimmer. Ja. Dann müsst ihr jetzt hier weg, das geht nicht, ja, zum Beispiel. Diesen Vorteilunterschied zur Polizei wissen die Jugendorganisationen zu schätzen. Auf jeden Fall ist es super, wenn erstmal der Vollzugsdienst kommt, gerade aufgrund der deeskalativen und kommunikativen Aufgabe und Wirkung. Aber natürlich nur so weit, wie der Gemeindevollzugsdienst auch tatsächlich deeskalativ und kommunikativ agiert. Und sobald der Gemeindevollzugsdienst auch die Aufgabe hat, mit Waffen umzugehen im Zweifel, sehe ich den Unterschied deutlich weniger und sehe ich auch weniger den Vorteil, den es hat, Gemeindevollzugsdienstmitarbeitende hinzuschicken, anstatt von Polizisten. Die Befürchtungen der Jugendorganisationen sehen Stadtverwaltung und VD nicht. Der EKA wird nur zur Selbstverteidigung nicht im normalen Vollzug eingesetzt werden. Grundsätzlich soll nach allem, was wir gehört haben, sich durch die Einführung des Schlagstocks überhaupt nichts ändern, weil der überhaupt nicht eingesetzt wird. Aber dann stellt sich für uns die Frage, warum er dann überhaupt eingeführt wird. Und wir zweifeln nach wie vor an, dass bei einem Messerangriff auf einen Vollzugsdienstangestellten ein Schlagstock ein adäquates Mittel ist, um sich zu wehren. Zum einen hat der Gemeindevollzugsdienst bereits Pfefferspray, um sich zu wehren und sich Raum zu verschaffen, um sich zurückzuziehen in Gefahren, die für sie in Situationen, die für sie gefährlich sind. Und zum anderen, wer sagt, dass nicht auch Jugendliche in Situationen als gefährlich wirken können auf den Vollzugsdienst? Und dann in die Situation kommen, von einem vielleicht überforderten Gemeindevollzugsdienst, weil schlechter geschult, weniger konfrontiert mit solchen Situationen, angegriffen wird, völlig zu Unrecht, völlig vermeidbar, wenn der Vollzugsdienst keinen Schlagstock gehabt hätte. Diese Ausstattung ist jedoch nicht ungewöhnlich bei Vollzugsdiensten. Weil das zur Standardbewaffnung in Baden-Württemberg für jeden KOD eigentlich in der großen Stadt, jeder hat den, außer wir. Warum wir ihn nicht hatten, war, weil man gedacht hat, naja, das wird Diskussionen geben. Naja, jetzt haben wir die Diskussion jetzt. Wir haben vor Corona, vor Black Lives Matter, vor dieser Polizeigewalt-Geschichte, die da in der Presse war, haben wir schon gemerkt, dass wir für die Anwohner, die die Bedürfnisse haben, nachts auch mal zu einer Ruhestörung und nicht nur bis 22 Uhr, sondern dass wir auch nachts mal da hingehen können, dass wir eigentlich weiter in die Nacht rein sollten. Klar, können wir verstehen, wollen wir dann auch machen. Dann hat man dann diese Aufstockung gemacht um diese 6 Mitarbeiter. Aber im Zuge dessen haben unsere Mitarbeiter natürlich dann auch gesagt, wenn wir natürlich dann mit Alkoholisierten noch mehr zu tun haben, wir haben von Anfang an bis um 6 gearbeitet. Zum Beispiel im Gaststättenbereich, Sperrstunden überwacht und so. Nur jetzt wird es noch mehr. Jetzt sind wir Freitag und Samstag dann bis um 6 und unter der Woche bis um 1 unterwegs und im Sommer bis um 2. Und da sagen dann die Mitarbeiter, manchmal ist es halt so, dass es schon Vorfälle gab, die glücklich ausgegangen sind. Aber man würde sich besser fühlen, wenn man eine Möglichkeit hat als Ultima Ratio. Also als letztes Mittel zum Selbstschutz. Das hat was mit dem Sicherheitsgefühl auch zu tun. Und da sind wir dann praktisch auf unsere Vorgesetzten zugegangen und haben das mal angemerkt. Und dann hat sich das verzögert, dann kam die Evaluation noch. Und dann hat man das einfach dann jetzt gemacht. Und wir waren sehr überrascht über die Reaktion darauf. Ja? Weil für uns das eigentlich kein großes Ding war. Weil das Thema Jugendliche mit Schlagstock zu verquicken oder so ähnliches, das ist ja gar nicht der Fall. Sondern es geht rein um den Selbstschutz, es geht rein um das letzte Mittel, wenn jemand vor mir steht, der die Glasflasche abschlägt und auf mich losgeht, dann brauche ich eine Distanzwaffe, dann brauche ich eine Möglichkeit. Manchmal ist es so, dass Gas halt nicht wirkt, wenn sie eine Psychose haben, die machen einfach so und dann ist das, laufen die einfach weiter. Man soll nicht meinen, aber das gibt es wirklich. Ja? Und da braucht man einfach eine Möglichkeit, um Distanz zu halten, aber vielleicht das Messer oder diese Flasche dann aus der Hand zu schlagen, wenn der auf mich losgeht. Weil am Ende des Tages wollen wir alle wieder gesund nach Hause. Ja? Wir machen den Job gern, wir machen das wirklich gerne. Das bringt einen Mehrwert für die Stadt. Aber ich finde, dann sollten die Mitarbeiter halt dann auch im Sinne des Arbeitsschutzes, der auch der Arbeitsschutz bestätigt ist, ein Sicherheitsgefühl, ein besseres Sicherheitsgefühl bekommen, wenn man einfach dann diese nötige Ausstattung dann hat. Das ist alles. Ja? Und wir hoffen, wir brauchen ihn nie. Wir hoffen, wir müssen ihn nie anfassen.
Ja? Wir hoffen, ich kann Ihnen auch sagen, seit wir hier sind, das Gas haben wir noch nie gebraucht. Wir haben noch nie das Pfefferspray gebraucht. Und irgendwo sind wir vielleicht dann auch Opfer unseres eigenen Erfolges. Nur bei manchen Situationen hatten wir halt auch Glück. Und aufs Glück immer zu bauen, weiß ich nicht. Ja. Deswegen, die Mitarbeiterschaft hat sich das, hat das nach oben getragen zu uns. Und dann wurde das so beschlossen. Und zum 1.11. sollen diese EKAs jetzt kommen. Oberbürgermeister Martin Horn hat die Schlagstöcke genau aus dem Grund des Arbeitsschutzes beschlossen. Orientiert hat er sich dabei an anderen baden-württembergischen Städten. Es ist richtig, in anderen Städten haben Gemeindevollzugsdienste andere Bewaffnung. In Stuttgart haben sie zum Beispiel Schusswaffen. Ich denke, das ist kein Weg, den wir hier in Freiburg gehen sollten. Unserer Ansicht nach reicht das Pfefferspray in jedem Fall aus, weil ein Pfefferspray eine viel größere Distanz zu den möglichen AngreiferInnen schaffen kann als ein Schlagstock, der eine gewisse physische Nähe voraussetzt, weil er sonst keine Wirkung hat. Insofern sehen wir auch einen Vorteil für die Mitarbeitenden selbst, wenn sie nicht durch eine Waffe wie ein Schlagstock dazu gezwungen werden, eine gewisse Nähe zu den Angreifenden zu suchen, sondern durch eine Waffe wie ein Pfefferspray die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen und die Polizei zu rufen, sodass sie sich eben nicht unnötig selbst in Gefahr begeben müssen, weil es nicht ihre Aufgabe ist. Unsere Position ist nach wie vor, dass der Vollzugsdienst deshalb nicht in solche Situationen gebracht werden darf. Und auszustatten mit Waffen und eine falsche Sicherheit zu suggerieren, weil auch ein Schlagstock verhindert im Zweifel keine Verletzungen, weil Angriffe im Zweifel auch schlecht ausgehen können, wenn Menschen einen Schlagstock besitzen, zumal sie, wenn sie sich durch den Schlagstock dem Angriff viel besser gewappnet sehen und viel mehr in die Konfrontation gehen, als sich zurückzuziehen, dann fragen wir uns, ob dieses suggerierte bessere Sicherheitsgefühl wirklich am Ende mehr Sicherheit für die Angestellten des Vollzugsdienstes bedeutet. Die Meinungen dazu gehen weiterhin auseinander. Die Debatte wird zum anstehenden Doppelhaushalt noch einmal relevant werden. Der VD ist sicher, dass sich an seiner Arbeit nichts ändern wird. Und ich kann Ihnen versichern, wir machen unseren Dienst genauso weiter wie wir bisher, als der Schutzmann an der Ecke, der hochkommunikativ und hochdeeskalierend in der Stadt unterwegs ist und genau seine Arbeit verrichtet wie vorher auch. Die Frage bleibt, was man tun kann, wenn eine Begegnung mit dem VD mal nicht so angenehm ist. Junge Leute, die schlechte Erfahrungen mit dem VD machen, dürfen sich am besten bei Martin Horn direkt beschweren. Über seinen Instagram-Account wird er jede Direktnachricht mit Sicherheit beantworten.